Bremen ist eine ziemlich alte Stadt, die im Laufe der Zeit gewachsen ist. Diese Ecke hier ist gebaut worden Anfang der 70er Jahre, als man sagte, wir brauchen für die wachsende Stadt Platz für Familien. Mein Name ist Burkhard Fink, ich bin selbstständig und ich fühle mich sehr wohl in dem Haus, was ich hier bewohne, in Bremen-Borgfeld. Meine Eltern hatten früher ein größeres Haus und da wurde eine Ersatzimmobilie gesucht und die sollte möglichst auch seniorengerecht sein. Und habe dieses Haus jetzt im Rahmen meiner Erbschaft übernommen und fühle mich genauso wohl hier, wie meine Eltern sich auch hier wohlgefühlt haben. Ich habe mit meiner Frau eine wunderbare Teilung. Alles, was grün ist, ist eher meins und alles, was blüht, ist ihrs. Wir lieben diesen Garten beide, nicht nur, weil wir ihn so schön nutzen können, sondern weil er auch klein ist und er ist uneinsehbar. Das Schöne ist, Emma, die den ganzen Tag hier ist, freut sich genauso über diese Gegend, stromert selber im Garten rum und dann darf sie auch gerne mal so ein bisschen Parcours machen. Und das Allerschönste, das 750 Jahre alte Dorf, in dem wir ja eigentlich leben, ist zu Fuß 2 Minuten entfernt, also eigentlich alles dabei. Bei mir war bei der Finanzierung das Problem, mir gehört zwar die eine Hälfte, aber die andere Hälfte gehörte meinem Bruder. Das zu finanzieren war eigentlich der Hintergrund für den Teilverkauf. Als Selbstständiger und schon eigentlich fast im Rentenalter bekommt man bei der Bank nicht unbedingt die tollsten Kredite. Die Entscheidung für das Modell Teilverkauf habe ich gemacht, nachdem ich recherchiert hatte. Es gibt ja verschiedene Anbieter im Markt, aber Engel & Völkers Liquid Home war für mich die erste Adresse. Einmal vom Branding Engel & Völkers kennt man, vertrauenswürdiges Unternehmen. Das zweite waren die handelnden Personen und zum dritten auch die Konditionen. Das Ganze dauerte bei mir insgesamt fast ein Jahr, das lag aber an meinem Tempo. Aber sie haben mir, und das fand ich auch wieder sehr schön und sympathisch, die Zeit gegeben, die ich brauchte, um diese Entscheidung fällen zu können. Also man sollte keine Angst vor dem Kredit mit der Bank oder dem Darlehen mit der Bank haben oder auch den anderen verschiedenen Varianten, die es im Markt gibt und auch nicht vom Teilverkauf. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, welche Risiken und Chancen dieses Modell hat. Das haben wir im Laufe von vielen anderen Gesprächen noch weiter vertieft. Und deswegen bin ich hinterher dann nach all diesen Beratungsprozessen extern, aber auch bei Engel & Völkers Liquid Home hinterher dazu gekommen zu sagen, jawohl, das ist das richtige Modell. Ich lebe lieber in einer Immobilie wie dieser hier, wo ich mich von morgens bis abends wohlfühle und keine Sorgen haben muss, dass ich die Finanzierung nicht backe und sage dann, ich fahre dahin in Urlaub und so oft in Urlaub, wie ich möchte. Die Immobilie hatte sich ja auch als, ich nenne das mal Alterswohnsitz, schon bewährt bei meinen Eltern und das würden wir gerne hier selber wieder so erleben. Was passiert mit der Immobilie, wenn wir mal nicht mehr sind? Engel & Völkers Liquid Home sorgt dafür, dass diese Immobilie zu einem bestmöglichen Preis später verkauft wird und dann mein Teil entsprechend ausgekehrt wird. Also was kann ich mir mehr wünschen? Letztlich ist, auch wenn es um Geld ging und Vernunft die Rolle spielen sollte, das Emotionale, zumindest bei mir, sehr wichtig. Und ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt in der Betreuung und das ist bis heute so. Und also ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas weggegeben hätte, sondern im Gegenteil, ich habe etwas dazu gewonnen.